kannst du dich so an mich ranschleichen? Warum haust du nicht ab und hilfst beim Abbau des Lagers? Und tu das nicht noch einmal, hörst du? Gott verdammt! General Putnam. Du lebst. Das kann man von Pitcairn nicht behaupten. Gut so, schätze ich. Aber das ändert nur wenig. Ich gab Befehl zum Rückzug. Wir haben zu viele verloren, zu wenig gewonnen. Wenn die Loyalisten den Hügel wollen, sollen sie ihn haben. Boston ist weit wichtiger. Es gibt ein größeres Problem. Wie meinst du das? Das kann nicht stimmen. Die wollen Washington ermorden. Meine Feinde sind hartnäckig. Wenn Geld nicht ausreicht, greifen sie zur Gewalt. Inzwischen habe ich Johnson und Pitcairn erledigt, ihre Pläne durchkreuzt. George Washington versammelt die Kolonisten. Und ihr Marsch in die Freiheit wird langsam ernst. Kein Wunder, fürwahr, dass die Templer seinen Tod wollen. Sie wollen dieses Land verwandeln in etwas Kaltes und Geordnetes. In etwas Seelenloses. Und er ist ein Hindernis. Ich muss ihn retten, auf dass sein Traum wahr wird und mein Volk sicher ist. Doch je mehr ich helfe, desto größer ist die Gefahr, entdeckt zu werden. Die Templer wähnen ihre Männer ein Opfer der Revolution. In ihren Augen sind die Assassinen tot und zerschlagen. Keine Bedrohung für sie. Doch ich fürchte, sie erkennen bald die Wahrheit. Und dabei auch mich. Ich muss vorsichtig sein. Wie verläuft die Jagd, Connor? Es gibt Fortschritte, doch ich bezweifle, dass das reicht. Du bist, wo man dich am meisten braucht. Hättest du Charles Lee oder deinen Vater verfolgt? Was wäre dann mit Paul Revere oder den Soldaten in Lexington? Soldaten? Es gab keine Soldaten in diesen Städten. Nur Männer und Frauen, die sich selbst verteidigen mussten. Kämpfst du nicht genau deswegen, um dein Volk zu beschützen? Dein Kampf ist der Kampf der Kolonisten. Hilfst du den einen, hilfst du den anderen. Ermutigende Worte von einem, der diesen Kampf für aussichtslos hielt. Mach dir nichts vor. Das tue ich noch. Und doch erfüllen mich deine Erfolge mit etwas Stolz. Wo sollte ich deinen Anteil daran sehen? Sieh ihn nicht. Und gib den Umhang zurück und die Klingen und die Pfeile und all die Jahre der Ausbildung und das Wissen, das ich dir anvertraute. Gib mir all dies zurück. Dann werden deine Worte vielleicht wahr. Oder gib einfach zu, dass du dich geirrt hast. Ach, Kind, bitte. Du tötest zwei Männer. Einer eher ein Kaufmann als ein Soldat. Da musst du dich mehr anstrengen, wenn du mich beeindrucken willst. Ach, ist das so, alter Mann? Warum gehen wir nicht vor die Tür, hä? Ich würde dir nur zu gern demonstrieren, wie... Connor, das ist Benjamin Talmadge. Sein Vater war einer von uns. Kein Grund für Geheimnisse. Ich glaube, er hat uns etwas zu sagen. Achilles sagte mir, dass du einen Plan zur Ermordung des Commander in Chief entdecktest. Ja, aber ich habe nur falsche Ansätze und Sackgassen gefunden. Nicht mehr, mein Freund. Thomas Hickey ist dein Mann. Ich will dir helfen, ihn zu schnappen. Wie? Ich erklär's dir auf dem Weg. Du und ich ziehen nach New York. Okay, dann ziehen wir halt nach New York. Auch kein Ding. Dann gib mir mal hier bitte interagieren. Ich möchte mit dir interagieren. Wo muss ich denn hin? Ich soll nach da unten. Ja, wenn du das sagst, mache ich das gerne. Ach Gott, ich kann da nirgendwo hin. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Das heißt, ich muss irgendwo... Warte mal. Kann mich der Hafen-Heini nicht nach New York schicken? Ich meine, ich habe überhaupt keine Ahnung jetzt davon. Ich überlege gerade, ob ich da nicht irgendwie anders noch hinkomme. Was warst du? Boston. Eventuell. Ich guck mal, wo er mich da hinbringt. Na, ja, meine Nase juckt. Ja. Ja, so. Ich erkläre dir alles auf dem Weg. Du bist ja ein lustiger Gesell.
Schiff. Genau. So, wer von euch fährt mich nach New York? Wieso ist da, was ist das denn? Da ist doch New York, genau. Hä, wieso komme ich jetzt nach New York? Jetzt bin ich voll verwirrt, Alter. Das macht gerade überhaupt keinen Sinn. Per Schnellreise. Ja, würde ich gerne. Jetzt fühle ich mich verarscht. Jetzt fühle ich mich von diesem Spiel eindeutig verarscht. Ich bin gerade in Boston, richtig? Richtig. So. Ich möchte nach New York, richtig? Richtig. Kann ich mir nicht einfach das Schiff nehmen und selbst dahin fahren? Warte mal. Ih, das sind Rotröcke. Was wollen die hier? Schwindet. Ich laufe hier rum, siehst du doch. Nö, dann müsste ich wahrscheinlich das andere Schiff nehmen. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Warum kann ich nicht das Schiff nehmen und dahin fahren, wo ich will? Devonport-Siedlung. Ich meine, es wird mir schon angeboten, dahin zu fahren, weißt du? Wenn ich es bestätige, klappt es nicht. Ich fühle mich verarscht. Dann gehe ich halt woanders hin, ihr Schweine. Gibt es irgendwo noch was, wo ich hin kann? Wie weit ist denn das? Warte mal. Lass mich doch aus dem Menü raus. Danke. Ach, Mann. Grenzland und dann kommt ganz viel nichts und dann bin ich da. Ist eine super Idee. Warte mal. Ich muss mal gerade ein bisschen hier rumspielen. Ich meine, wir haben ja eh Zeit. Können wir uns mal ein bisschen hier umgucken? Wo wir eigentlich hin müssen. So, jetzt gucken wir mal, wenn ich jetzt hier hingehe, wo ich dann mit denen hinfahren kann. Kommt dabei dasselbe raus oder kann ich machen, was ich will? Nee, bei denen kommt dasselbe raus. Mit denen darf ich auch nicht fahren, ist ja super. Aber ich hätte schon Bock, so ein bisschen Bötchen zu fahren. Ich gucke erstmal, was es hier alles gibt. Das ist alles das gleiche irgendwie. Ich fühle mich verarscht. Ich fahre jetzt Bötchen, könnt mich alle mal. Und zwar fahre ich dahin. Nee, hatten wir schon. Was kann man denn da nehmen? Was ist denn die Rettung? Ah, warte mal, ich habe noch eine Idee. Weil der Typ meint ja eigentlich, ich erkläre dir alles auf dem Weg. Dementsprechend müsste der ja noch bei mir hier rumeiern. Aber er eiert hier ja nirgends. Warum eiert der hier nicht rum mit mir? Verstehe ich nicht. Kollege, bist du hier irgendwo? Ich glaube, Ubisoft trollt mich, ganz eindeutig. Oder der Mann trollt mich, je nachdem. Das macht doch alles keinen Sinn. Die Suche nach dem verlorenen Weg, Teil 1. Ich will doch nur nach New York. Warum darf ich nicht nach New York? Legende will ich nicht. Und in Boston bringt mir das nichts. Sag mir jetzt nicht, ich muss da wirklich zu Fuß hin. Ich glaube, in der Zeit, wo ich mich hier beschwere, wäre ich schon längst da, aber ist ja egal. Oh Gott, mitten bei den Rotröcken gelandet. Ich bin jetzt da und ich muss aber irgendwie nach da. So. Dann brauche ich noch ein Pferd. Ich denke aber, das wird das geringste meiner Probleme sein. Das lässt sich ja einfach herbeipfeifen. Irritiert bin ich trotzdem. Pferd, wo bist du? Da bist du. Ich habe dich zwar gerade noch gar nicht gerufen, aber schön, dass du ankommst. So, jetzt muss ich erstmal auf der Karte gucken, jetzt bin ich da. So, jetzt muss ich nach Nalynx. Ich muss nach da. Moment. Es sieht aus, als hätte ich, wenn ich dahin gehe, nochmal arg viel Weg gespart. Fährt der mich woanders hin? Das interessiert mich mal, ob die Hafenmeister mich... Die fahren mich an die gleiche Position. Ihr seid ja echt ätzend, wisst ihr das?
Warte, jetzt bin ich da und ich muss nach da. So. Das heißt, ich muss nach links. Wo auf der Karte wird denn das angezeigt? Da hinten irgendwo. Ach Gott. Kann ich nicht einfach eine Mission starten, aussteigen und... Sind das immer alles Missionen? Die Hendersons gegen britische Freibeuter verteidigen. Ah, okay, das sind wirklich alles solche Missionen. Scheiß auf die Typen, ich brauche ein Pferd. I need, dich brauche ich. Genau, braves Pferd. Huch, steigst du wohl auf? Abmarsch. Jetzt wird's interessant. Pferd, bist du dumm? Au, Alter! Ich komme nicht raus, es backt. Was soll das denn? Hä? Kannst du bitte mal hochspringen, du dummer Gaul? Der kommt hier nicht raus. Der kommt da nicht raus. Wie abgefahren ist das denn? Ach, fickt euch. Ich renne jetzt einfach erstmal. Und ich gucke jetzt einfach mal, ganz bekloppt wie ich bin, ob ich nach New York laufen kann. Kein Plan, ob das funktioniert, aber... Hier liegen auch noch Boote rum, die könnte ich ja auch nehmen, aber nein. Ich brauche erstmal ein neues Pferd. Scheiße. Mein Pferd ist tot. Wo sind wir denn hier? Überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. Bin ich denn? Ich renne in die falsche Richtung, kann das sein? Oh, ich renne wirklich in die falsche Richtung. Ich muss in... Hä? Warum sagt er mir denn, dass ich nach da muss? Seht ihr? Warte mal. Wo bin ich denn? Ich bin da. Der sagt mir, ich muss dahin. Warum wird mir jetzt da New York angezeigt? Was ist das? Seht ihr, was ich meine? Das ist totaler Schwachsinn, diese Karte. Die ist aber mal... Unfassbarer Schwachsinn. Ich verstehe diese Karte einfach nicht. Das ist mir zu hoch. Das ist mir wirklich zu hoch. Nö, ich gucke jetzt, wie das funktioniert und dann melde ich mich bei euch, weil das ist mir jetzt wirklich zu blöd. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.